Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Peter Moss. Ich habe den Martin und den Jörg mit dabei. Hallo. 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 Ja, da sind wir auch schon wieder, ja. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession, also wie in demselben Video von gestern. Sascha ist leider immer noch nicht mit dabei, deswegen. Aber ich denke, das wird sich dann die Tage wieder geben. Deswegen nehmen wir gar nicht so viele Folgen gerade auf. Also wenn euch irgendwas in den auf dem Herzen brennt oder auf der Zunge oder wie auch immer, packt's mir in die Kommentare, Leute. Na? Na? Lauf doch mal gerade, sonst kommst du auch nie zu Hause an. Warum denn? Bin da am Sammeln, Mann. Bin hier voll der Farmkönig. Ja. Ich habe jetzt eben gerade nachts noch so ein bisschen gefarmt, deswegen mehr Level, wie ihr unten seht, und hab nochmal einen Punkt in meiner 69 reingeknallt. Für die Leute, die das interessiert. So. Oh. Oh. Hier fallen Sachen runter. Ja. So, für den einen oder anderen, so ein kleiner Trick, den ich von Sascha habe im Übrigen. Wenn ihr so einen Bogen austauscht, ne, solltet ihr die Munition erstmal wechseln. Ne, weil sonst verliert ihr unnötig Pfeile. Es ist zwar nur einer, aber die sind wichtig. Ne? Wollte ich nur am Rande erwähnen. Für die, die es vielleicht jetzt noch nicht wussten. Ich brauche was zu trinken. Jürgen, du hast gesagt, wir haben was zu trinken. Im Feuer. Ah, okay. Danke. Alter. Bitte? Martin. Ja. Geh weg. Ja. Ach, dieses permanente Umziehen hier. Das regt mich auf. Alter, immer wenn ich hier an der Kiste will, ist da Martin mir im Weg. Oh. Eine Chest Armor. Hättest du was Besseres zu essen mitgebracht? Die Bären dauern halt lange. Hab ich die Chest... Oh ja Gott, ich hab gedacht, ich hätte die Chest auch mal schon gescrapped eben, ey. Ey, da ist so viel Fleisch drin, weißt du? Geht aber nur kaputt, wenn du das kochst. Wieso geht das kaputt? Weil wenn, dann musst du das Bottle, also das Eingelegte, ja? Da. Dafür haben wir zu wenig zu trinken. Ah, wir haben nicht genug Schnee da dafür, wolltest du damit sagen? War das jetzt. Schnee müsste doch genug da sein, ne? Ja, deswegen frage ich mich gerade. Nee. Nee. Nee? Warum nicht? Wo ist Schnee? So, warum sind denn hier die Forges aus, Leute? Bist du dann jetzt soweit? Hm? Oder ist der Tag wieder rum, bevor du loskommst? Ja. Ich probiere gerade mein Inventar leer zu machen, aber dann mülle ich halt hier einfach irgendwo sinnlos rein und dann ist es auch gut für mich. Ich habe überhaupt keine Kiste mehr blockiert, du hättest alles ordentlich aufräumen können. Ach ja, jetzt auf einmal. Ja, nur halt schneller. Reg ich mich nicht auf, komm, wir gehen, Martin. Der Jürgen, jetzt habe ich schon was anderes vor. Jetzt bin ich schon verplant. Jetzt war 5 Minuten früher gesagt. Ja. Im Übrigen musste ich feststellen, also auch aus dem Stream habe ich festgestellt, mit dem lieben Easy Six, die neuen Totenkopf, der da unten angezeigt wird. Die neuen Wolkenkratzer. Hm? Dann genau vermisst. Was? Was für ein Totenkopf? Oh, na, er hat irgendwas gegessen. Achso, ach so, du hast zu viel Snowballs, ja, dann frohes Sterben, Martin. Weil das geht bis zum Tod. Richtig vorher ab. Tod brichst du vorher ab. Das frage ich mich auch, wie er den vorher abbrechen will, aber. So. Hier vom Server und kommen nie wieder. Ach so. Also so richtig sterben oder was? Alter, das war hart makaber jetzt. Guck mal da, Martin, haben wir doch was zum Looten. Alter, machst du hier den Ninja oder was?
Was denn? Das ist eine ganz... Ich stand im Weg. Ganz große Kunst eben gerade von mir, zwei Pfeile unnötig dran vorbeizuballern. Geil, hätte ich nur gefunden, wenn sie dadurch einfach ausgenockt gewesen wäre. Nach meinem Jump-Schlag. Hm. Da. Was ist ein Jump-Schlag? Oh, da ist ein ja, Wolf. Hallo, der Wolf. Martin hat hier einen völlig auf Assassin's Creed gerade gemacht. Ach so. Vom Turm gesprungen? Ja, einfach irgendwie so ein Übersalto über den Zombie gemacht. Nein, ich bin auf den drauf gehüpft, hab ihn einmal gehauen und bin weitergelaufen. Ja, gut. Sah spektakulär aus. Nur die fallen dadurch einfach nicht um, die Dinger. Nee. Also widerspenstig. Vielleicht doch die Füße mal nicht waschen. Ja, uff, ich bin froh, dass es überhaupt ab und zu mal macht. Na, na, na. Alles Level fürs Construction Tool, jawohl. Können wir mal erzählen, warum ich hier eigentlich die Zombies alleine töten muss? Weil du immer sagst, du schießt besser als ich. Du musst Pfeile sparen. Doch gar nicht. Ja, gut, das ist ja nicht schwer, ne? Steigen die aufs Dach, ey. Ich klopfe Eisen. Ist auch schön. Oh, ich glaube, der Wolf will zu dir. Hoffe ich zumindest. Oh, fall um jetzt, Wolf. So, den Wolf hätte ich. Wow. Was heißt denn jetzt wow? Was jammerst du denn jetzt schon wieder, Mann? Richtig, ich hab Hund. Wow gesagt. Dann ist der jammert. Ja. Wenn, dann hätte ich gebellt. Wenn, dann hätte ich gebellt. Achso. Schau mal, was so ein gestachelter Knüppel bringt. Er soll ganz gut stunnen. Ja, ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob so Nahkampf das Richtige für dich ist. Andererseits, Martin, bist du eh schon das Suicide-Kommando. Das ist ja eigentlich auch egal, ne? Ja. Hauptsache, du isst nicht vorher noch was. Was kann man denn dagegen machen? Gar nichts. Kann das nicht sein, dass du gar nichts gegen machen kannst? Nein, da gibt's nichts dagegen. Das Einzige... Das Einzige, was man allerhöchstens ausprobieren könnte, wäre ein Antibiotika mal zu fressen, aber soweit ich weiß, geht das Ding dann bis zum Tod. So, und weil ich jetzt nicht aufgepasst habe, überhitze ich hier in völligster Manier und brauche was zu trinken. Also bei mir ist noch eine Schneeflocke angezeigt bei 100 Grad. Bei 100 Grad eine Schneeflocke? Also Wahrheit. Das ist vielleicht der Wunsch, dass es eine Schneeflocke wird, ja. Martin, hast du da irgendwo was zu trinken rausgezogen? Nö. Was sagt er jetzt wieder nur und lässt mich einfach jämmerlich verrecken? Du hast gesagt, das Auto war leer. Ja, da waren zwei Cooler. Ja, da war aber nichts drin. Schlecht. Weil, wie schon erwähnt, mein Lootglück ist exorbitant. Ist zurückgegangen. Eingeschränkt, richtig. Ja. Oh, jetzt habe ich eine Sonne. Ja. Das freut mich, dass du eine Sonne hast, Martin. Das ist in der Regel nicht gut. Dann sind wir beide gleich am Verdursten. War da jetzt? Alter, ey, bis. Jetzt brauche ich eine neue Stone Axe, Mann. Echt jetzt, mir fehlt ein Stein. Oho. Eigentlich noch Klamotten, die kühl machen. Ja, Poncho. Ja, gibt ja Mühe. Also sonst nix. Leder, okay. Poncho, kurze Hosen. Du kannst ja noch den Blendfiber-Hut craften. Meinst du den
Cowboy-Hut? Ja, erstmal. Gut, dann laufe ich jetzt in den Boxershorts und Cowboy-Hut rum. Die rote Hose was an, ist denn was hier ist? Mit dem Haus? War hier noch irgendwo was drin? Ich weiß gar nicht, war ich da schon? Wollten aber doch. Es ist mir gerade egal, Mann. Martin, ich bin am Verdursten. Ja, da hinten wird's was zu trinken geben. Ich hab noch 1%. Oh, so schlimm am Verdursten. Dann hätte ich vielleicht was zu trinken gehabt. Du blöder Hund, ey. Ohne Scheiß. Nee, ich hab wirklich nix. Ah, ein Wasser. Sehr schön. Alter, fast 1000 Close Fragments daraus gezogen, ey. Im Übrigen, für den einen oder anderen, der das nicht weiß, wenn ihr hier so ein Haus betretet, ne? Was ist da ein Sleeper drin oder was? Der Sleeper da. Da war ein Sleeper drin. Selbst in dem Zelt war ein Sleeper. Ja, das sag ich doch. Nee, der war aber in der Küche, im Küchenschrank, Mann. Im Küchenschrank war ein Sleeper? Ja. Oh, das ist ein Geier. Ich hab Angst. Ist der da reingekommen? Das frage ich mich auch. Oh, Erdöl. Ja, das gibt es an der Oberfläche. Ich habe gar kein Trinken für, um hier jetzt Erdöl abzuhauen. Übrigens ist meine Madness weggegangen, nur so nebenbei. Oh, dann hast du Schwein, dass es mittlerweile weggeht. Ich war Schwein, ich habe auch gerade eins erwischt. Alter, Zombie stirbt, ey. Vielleicht musst du einfach nur deine Körpertemperatur auf über 107 bringen. Du meinst, dass der Keim abstirbt? Genau, hast du es weggebracht. Martin, wenn dein Keim abstirbt, also. Aua. Das tut weh. Oh, das ist mir jetzt zu doof, ey. Wenn ich ihn sehen würde. Dein Keim? Den blöden Geier. Ach, den. Er hat mich hinterrücks beim Hacken angegriffen. Und wieder eine Wanderhorde. Was ist denn so hier was? Ja, normaler Wahnsinn auf Insane, würde ich sagen. Ja. Ganz normaler Wahnsinn. So. Willst du kämpfen oder was? Eier und Federn, das ist wichtig, Mann. Auf einem Kreis zu fliegen, da treffe ich dich nicht. Martin, denk dran, also wenn du über 70 kommst, ne, lohnt sich's nicht mehr, ne? Was? 70? Wenn du über 70. Wenn du über 70 Pfeile verballerst für so einen Geier, lohnt sich's nicht mehr. Meinst du, du brauchst so viele? Nee, so viele kriegst du raus. Oh, jetzt hab ich's verstanden. Du kriegst 50, ja? Nee, kriegst schon mehr raus. Echt? Naja. Ich hab's jetzt nie mehr als 50 rausgekriegt. Wollte schon wieder von hinten kommen. Er kommt von hinten. Können wir mal helfen mit dem Vieh? Ich will hier in Ruhe das Öl abbauen. Ich treff die selber nicht, Mann. Doch, warten, bis er auf dich einstürzt. Oh, nicht Treffer? Ja. Bleib stehen! Oh, das war knapp an mir vorbei. Ja, es. Alter. Oh ja. Ach. Echt jetzt? Blutes? Nein, das wäre nicht das Schlimme, Mann. Lebst noch? Er hat mich infiziert, das Kackvieh. Mit Minigeiern? Wieso kam er von hinten? Oh, hab ihn. Ich hab übrigens jetzt auch Durst. Das freut mich. Witzigerweise zeigt dein Overlay 3% an und das Spiel selber 2%. Ja, das Spiel ist vielleicht schon ein bisschen voraus. Der weiß, du durstest, oder du durstest immer das gerne. Ja, jetzt Wo war denn jetzt hier eine Stadt? Ich bin bei 0. Oh, Martin, ey, komm her. Was, jetzt hast du wieder hier wieder große Trinke machen, oder was? Ja, ich teile eins mit dir. Wo ist denn jetzt hier eine Stadt, Mann? Das ist da hinten. Keine Ahnung, da vorne ist noch ein Haus. Der spricht von einer Stadt, dann rennst du hier in so eine verkrüppelte. So verkrüppelte. Da war auch einer, die ist noch hinterm nächsten Hügel, glaube ich. Mhm.
Hier regnet's, hier kann man ein bisschen Wasser fangen. Was geht, ein Tee oder wie? Ach, keine Ahnung. Weiß nicht so genau, wie er es gemeint hat. Das hat mich aber trotzdem ein bisschen irritiert. Was? Wasser fangen? Ah, da hinten ist so ein Tier. Wasser gefangen. Oh. Hab ich den Hirsch geholt? Und wie, Mann? Vollfett Jucker, Alter. Ja, das ist gut. Nicht nur das Jucker, der also, Aloy mitkriegt. Was überhaupt am wichtigsten ist, das ist so den Tipp, den ich mitgeben kann, Leute. Holt euch Aloe Vera. Hab ich noch nicht gesehen. Ja, ich jetzt so speziell auch noch nicht, aber das ist der Tipp. Weil ihr könnt euch dann die Heilbandagen herstellen und die sind halt unheimlich wichtig. Es ist ja auch nur Steppe hier, oder? Ja. Gab es die Dinger nicht nur in der Wüste? Kann sein, aber du willst nicht zufällig mal da auf den Hügel laufen und sagen, wo die Stadt ist? Nein. Jürgen meine ich. Mit so einem, achso. Weil wir haben uns ein bisschen verlaufen hier im Nebel. Ja. Okay. Auf den Hügel laufen. Das verlieren wir mal. Oh, Farmerama. So. Oh, Farmerama? Irgendwo war hier doch so ein Gebäude. War hier doch so ein Gebäude. War jetzt nicht die, wo wir schon vorbeigelaufen sind. Ich laufe auf den. Du meinst jetzt aber nicht den Händler, wo ich letzte Folge war, ja? Nein. Martin, boah, ich trau dir so einiges zu. Du warst beim Händler? Auch das, ja. Da hinten kommt eine Stadt, da ist er doch. Ja, jetzt hat ja auch der Nebel aufgehört. Mhm. Aber trotzdem danke, Jürgen, für deine Mühe. Ja, schön, dass ich gerade oben bin. Ja, deswegen hat ja der Nebel aufgehört. Ja. Du hast einmal gepustet, einmal über den Hügel geschnauft, dann ist hier der Nebel weg gewesen. Eigentlich ordentlich fahren lassen. Da wäre mehr weg gewesen als der Nebel. Jawohl. So. Martin, weißt du, was ich total cool finde? Ich bin bei der Stadt noch nicht angekommen und ich habe nur noch 4 freie Slots. Weißt du, was ich cool finde? Hinter mir laufen Zombies her und ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist allerdings cool. Aber die sind zum Glück auch langsam. Oh. Mehr du Geiervieh. Warum? Oh, hallo Wolf. So much. Den Wolf am Schwanz ziehen können. Oh, nah bin ich an dem vorbeigelaufen. Aha. Oh. Oh. Hab ihn! Am Schwanz? Wie hast du den richtigen erwischt? Geier, ich kam an, also vom Himmel gefallen. Ja, ja, genau. Hast du schön gemacht, Martin. Deiner Information, ich bin sogar voll. Mit was? Hm? Gott. Das finde ich ja noch viel besser, Martin. Du hast den Wolf getriggert. Ich hab den überhaupt nicht getriggert. Die rennen alle dir hinterher. Aber warum? Ernsthaft? Ich weiß nicht, ey, ohne Scheiß, es gibt hier so ein tolles Stealth-System, ne, dass du an den Viechern vorbeilaufen kannst und der Martin triggert hier die halbe Karte. Gut. Dann wird sich gewundert, warum wir keine Pfeile mehr haben. Ich hab überhaupt keinen Pfeil verschossen. Achso, weil er keine hat, das oder was? Doch. Weitergelaufen. Und jetzt habe ich tatsächlich auch mal einen getriggert. Oh. Ich will mich doch alle mobben. So, die Lights.
Ich weiß überhaupt nicht, wo der Martin ist hier. Bisschen weiter. Bin aber auch nur voll, weil ich meine ganzen Klamotten ausziehen musste. Treffe ich tatsächlich diesen blöden Hirsch nicht? Na, geht doch. Das ist echt. Ich dachte, ich treffe diesen scheiß Hirsch nie mehr. Eigentlich könnte ich auch mal das Licht ausmachen, weil ist ja Tag, ne? Oh. Das dachte ich mir zumindest mal gerade so. Das würde Sinn machen. Was im Übrigen auch Sinn macht, ist, ich weiß nicht, achso, das ist ja Dirt hier. Autsch! Oh, Martin! Der ist aber tödlich. Jeder Zombie ist tödlich, der hier nah an dich rankommt. Nein, ich hab einen Biss vom Wolf abgekriegt und war tot und ich hatte mindestens 70 ja. Leben. Ja, das ist ja auf Insane sind 70 Leben schon echt low life, Martin. Doch nur 100. Yes, baby. Ja, du startest ja quasi hier auch mit low life. Auf dem Schwierigkeitsgrad, wenn du es so willst. So, haben wir noch Schnee? Weißt du gerade zufällig? Er hat drauf geholt. Oh, ordentlich, Jürgen. Ja. AK-Schematik und Brustpanzer Eisenschematik. Das ist doch sehr gut. Ja. Dann würde man aber, glaube ich, warten, bis Sascha da ist, weil der vom Level her schon höher ist, ne? Keine Zeit gehabt. Ich hatte nichts, alles im Inventar voll. Achso, okay. Na ja, gut. Ist ja egal, gelernt ist gelernt, das ist ja auch schon mal viel wert. So, auf jeden Fall habe ich so ein bisschen Schnee und dann werde ich mich auf den Rückweg begeben. Ich habe da gerade eine Kiste gebaut. Wo? Im Stein, wo ich gestorben bin. Ist mir egal. Ja. Ich habe ihn noch nicht. Auf jeden Fall, aktuell wird es momentan erstmal so weiterlaufen noch. So als Info zum Schluss, Folgen werden momentan von montags bis freitags wiederkommen. Und dann schauen wir mal weiter, wie das so wird, weil ich ja momentan noch relativ viel streame. Gerade muss ich einfach mal gucken, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Ja, also von daher, und jetzt haben wir noch so einen Zombie hier getriggert. Oh, sogar zwei. Ich mache hier quasi den Martin. Ja, wie gesagt, aktuell von Montag bis Freitag, Streaming muss ich ja dann mal gucken, wie ich halt jetzt arbeite. Das ist immer so das allgemeine Problem, das kennt ihr ja aber schon von mir. Aber da ich auch festgestellt habe, da ich auch einfach mal nachts um 12 einen Stream einfach mal anmachen kann und die Hütte voll wird, werde ich mich probieren, das auch vielleicht einfach so Midnight-Streams einfach mal zu machen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, lasst mir noch einen Daumen oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Das wisst ihr, das kennt ihr von mir. Und ich freue mich auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss.